Servus aus der BMW-Welt. Unser Thema heute, der neue M2 CS. Und bei mir ist Markus Flasch, Chef der BMW M. Servus Markus. Servus Edi, alles klar? Alles klar, absolut. Markus, wenn der M2 in den Markt kam oder als der kam, hatte mein Sohn ein Traumauto. Ja. Dann kam der Competition, dann hatte ich ein Traumauto. Und jetzt gibt es einen CS, ein echter Knaller. Was unterscheidet denn den CS jetzt vom Competition? Also erstens einmal guter Geschmack in der Familie, das gefällt mir. Der CS ist das ultimative Gerät in der M2-Linie. Das ist noch einmal eins drüber über dem Competition. Das Auto ist von seinen Genen her noch einmal komplett überarbeitet worden. Fahrwerk, Antrieb, auch Exterior, Carbon-Teile rundherum. Also das ist einfach noch mal eine Stufe drüber, kannst du nicht wirklich vergleichen. Du, mir ist aufgefallen, für den M2 CS gibt es auch andere Produkt-Highlights und Top-Merkmale oder auch Optionen zum Competition. Kannst du mal ein paar aufzählen? Ja, du brauchst eigentlich nur vorne beginnen. Du siehst sofort den Carbon-Splitter, dann siehst du eine Haube mit einem Durchbruch, einem Lüftungsauslass, der auch aerodynamisch funktioniert. Komplett aus Carbon, das Sandwichdach aus Carbon und auch an der Heckklappe. Das Sandwichdach ist übrigens eine Produktneuheit, das kommt komplett ohne Unterstruktur aus. Das ist wirklich nur diese Fläche, dieses Panel, das man hier sieht, als integraler Bestandteil der Struktur, leicht und steif. Sitze mit Durchbrüchen aus dem M4 Competition, spezielle Räder, also es ist eigentlich alles einmal neu gemacht. Ich sehe schon, da spricht der Racer aus dir. Der Fokus ist auf dem Chassis, auf dem Thema Gewicht. Unsere Fans wollen natürlich immer wissen, was steckt unter der Haube. Gab es da auch ein Upgrade? Im Prinzip ist das der Antriebsstrang aus dem M4 Competition. 450 PS statt den 410 im M2 Competition. Das Ganze gibt es mit Handschaltung und mit unserem Doppelkupplungsgetriebe. Schneller ist der Doppelkuppler, lustiger der Handschalter. Ich sehe schon, du hast das ausgiebigst ausprobiert, das Produkt. So sind ein paar Kilometer reingegangen. Ja. Du, eine Frage hätte ich noch, weil M2 Competition, jetzt der CS. Kommt da noch was? CSL? Wir werden mehr Sondermodelle bringen wie in der Vergangenheit. Diese Lücke zwischen einem High Performance, einem Competition High Performance und dann einem richtigen Rennwagen, der ist einfach noch ein bisschen zu groß für unseren Geschmack. Und da werden wir noch nicht nur beim M2, auch bei anderen Autos, die kommen, das eine oder andere nachschieben. Ob es CS ist, ob es CSL ist, da haben wir schon Ideen, aber noch nichts, was ich erzählen kann. Aber du kannst dich schon einmal darauf einstellen, das, was kommt. Welche Bedeutung hat denn der M2 beim Thema Kundensport, also Customer Racing? Wir werden vom M2 CS einen CS Racing auflegen. Das ist eine Mischung aus M4 GT4 und dem M2 CS, wie er dasteht. Sehr viele Teile im Interior übernommen vom GT4, vom Lenkrad über den Sitz. Und das Ganze in einem Paket um 95.000 ist, glaube ich, ein sehr attraktives Angebot. Es gibt eigentlich der Klasse nichts mit einem vergleichbaren Antrieb, mit Standardantrieb und Reihen, 6-Zylinder und der entsprechenden Performance. Also glaube ich, dass das ein großer Erfolg werden wird, zum Beispiel VLN, aber auch in den Track Days auf dieser Welt. Wenn es jetzt Competition gibt oder CS, du bist beide ausgiebig gefahren, hast es ausprobiert. Du bist selber Familienvater und Rennfahrer oder zumindest hast Ambitionen in die Richtung. Wenn du jetzt Verkäufer wärst, die Privatperson Markus Flasch, wenn ich die fragen würde, für wen würdest du den CS empfehlen? Ich würde mal sagen, ein CS für all jene, die glücklich genug sind, einen noch zu kriegen. Also das Auto ist limitiert und die Nachfrage ist viel höher als das, was wir produzieren können. Also wenn jemand noch einen CS kriegt, dann würde ich zuschlagen. Ansonsten einfach ein Competition, dann kann man sich ganz schön herrichten, auch individualisieren, da gibt es alles. Und vielleicht gibt es ja wieder ein CS von einem M3 oder von einem M4, wer weiß. Vielen Dank, Markus Flasch. An der Stelle muss ich sagen, ja, in der Tat, es gibt für mich überhaupt gar kein anderes Produkt mit 6 Zylinder, über 400 PS und Heckantrieb. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.